Wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, bist du in einer toxischen Beziehung. Einer Beziehung, die dich schleichend und langsam vergiftet. Nicht umsonst heißt es toxische Beziehung. Warum die Liebe zu einem Narzissten so zerstörerisch und vernichtend ist, schauen wir uns nach dem Intro mal genauer an. Jeder, der aus einer toxischen Beziehung raus ist, aber auch diejenigen, die noch in einer toxischen Beziehung drin sind, wissen, wie sehr es weh tut, einen Narzissten zu lieben. Einen Narzissten zu lieben ist am Anfang der Beziehung das Schönste, was man sich vorstellen kann. Ist jedoch die Anfangsphase vorbei, dann tut es weh. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Man ist den Heiß-Kalt-Spielen des Narzissten ausgesetzt. Man ist im Trauma-Bonding und im Stockholm-Syndrom gefangen. Und man schaut in den Spiegel und fragt sich, kann es sein, dass mein Leben gerade den Bach runtergeht? Wenn der Prozess des Erkennens noch nicht begonnen hat, der Prozess, in dem man erkennt, dass man selbst nicht der Fehler im System ist, sondern dass der Fehler nachts neben einem im eigenen Bett schläft, dann hat man überhaupt noch keine Erklärung für das Ganze. Schließlich wird einem vom toxischen Partner ja immer wieder erzählt, wie gut er es doch mit uns meint. Er erzählt uns dann, er bleibt doch die ganze Zeit an unserer Seite. Jeder andere hätte dich doch längst schon verlassen. Ja, so agieren Narzissten. Sie gaslighten dich und machen dir klar, wie viele Fehler du doch hast. Und so bist du gefangen im Nebel einer toxischen Beziehung, weißt nicht, was richtig und falsch ist und irrst umher und suchst eine Lösung für etwas, wofür es keine Lösung gibt. Es ist, wie es ist. Eine toxische Beziehung ist zum Scheitern verurteilt, ganz einfach deshalb, weil du einen toxischen Partner an deiner Seite hast. Solltest du aber bereits erkannt haben, dass dein Partner toxisch ist, dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nicht so einfach loskommen, weil dein Kopf zwar um die Ausweglosigkeit der Situation weiß, du aber emotional an diesen Menschen gefesselt bist. Du bist körperlich und psychisch abhängig und weißt, du würdest Höllenqualen leiden, wenn du diesen Menschen verlässt. Und so wird der Ausstieg aus der Beziehung immer schwerer und schwerer. Diese Liebe, die schon längst keine Liebe mehr ist, sondern nur noch Abhängigkeit, tut weh. Du leidest in einer toxischen Beziehung. Dein Selbstwert wird immer weniger, deine Selbstachtung sinkt und sinkt. Ja, diese Abhängigkeit lässt dich nicht nur leiden, sondern ist auch zerstörerisch. Psychische Schäden sind vorprogrammiert. Depressionen, Schlaflosigkeit und Traumata sind vorprogrammiert, um nur ein paar Schäden zu nennen. Körperliche Schäden werden sich ebenfalls einstellen, weil der Körper irgendwann mit dem Hormoncocktail, den das Heiß-Kalt-Spiel mit sich bringt, irgendwann nicht mehr fertig wird. Dann werden sich unter Umständen Bluthochdruck, Magen-Darm-Probleme und Migräne einstellen, um nur ein paar Krankheiten zu nennen. Kaum eine Verletzung, kaum ein Schicksalsschlag ist so schwer zu verkraften wie die Liebe zu einem Menschen, der dir den Himmel auf Erden bereitet hat. In der Lovebombing-Phase, wenn es sie denn gegeben hat. Der dir so viel versprochen hat, auf den du all deine Hoffnungen geworfen hast, dem du all deine Liebe, deine Wärme, dein Vertrauen gegeben hast, nur um festzustellen, dass du wie der Hund bist, dem man eine Angel auf den Rücken gebunden hat. Vorne am Anfang der Angel hängt die berühmte Wurst, der Hund nun immer hinterherläuft. Der Hund kann sich anstrengen, so viel wie er will. Er wird niemals die Wurst bekommen. Und du wirst niemals das bekommen, was du dir erhofft hast, was der Narzisst dir versprochen hat. Diese Wahrheit spürst du irgendwann, auch ohne, dass du weißt, was Narzissmus ist. Auch ohne, dass du weißt, dass dein Partner ein toxischer Partner ist. Irgendwann bist du nämlich in der sogenannten kognitiven Dissonanz. Dein Bauchgefühl sagt dir, hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Dein Kopf sagt, nö, alles gut, er hatte ja so eine schwere Kindheit und ich muss mir nur mehr Mühe geben, dann wird alles gut.
Diese kognitive Dissonanz bereitet dir Höllenqualen, zu ahnen, dass du auf das falsche Pferd gesetzt hast, zu ahnen, dass du das gelobte Land niemals erreichen wirst. Es ist wie in der Wüste. Du leidest Hunger und Durst und du weißt, wenn du nicht bald was zu trinken bekommst, dann wird das Ganze nicht wirklich gut enden. In diesem Moment erscheint eine Fata Morgana. Schillernd, voller Versprechen. Du siehst die Palmen, du siehst den kleinen See mit klarem Wasser. Du vergehst fast vor Sehnsucht nach dem, was dein Körper so dringend braucht. Aber mit jedem Schritt, den du machst, weicht die Fata Morgana einen Schritt zurück. Du jagst einem Phantom nach. So sieht die Liebe zu einem Narzissten aus. Du möchtest das, was du in der Anfangsphase der Beziehung erlebt hast, so verzweifelt wieder zurück. Aber mit jedem Schritt, den du auf den Narzissten zumachst, weicht er einen Schritt zurück. Er verspricht, er lockt, aber er ist unerreichbar und wird dir später sagen, ich hätte ja noch oder das wäre ja schon noch gekommen. Das sind übrigens Sätze, die ich tatsächlich in meinem Video mit dem Titel »Die häufigsten Sätze, die beim Gaslighting gesprochen werde« leider nicht erwähnt habe. »Ich hätte ja noch« oder »Das wäre ja schon noch gekommen«. Diese zwei Sätze gehören meiner Meinung nach zu den perfidesten Manipulationsmethoden eines Narzissten. »Ich hätte ja noch« bedeutet nichts anderes als »Jetzt spiel dich mal nicht so auf, nimm dich mal nicht so wichtig, du und dein egoistisches Verhalten.« »Das wäre ja noch gekommen« bedeutet nichts anderes, »Ich weiß eigentlich gar nicht, was du willst. Du machst dir wieder mal wie üblich einen riesen Aufriss und ein klein bisschen mehr Geduld hätte dir ja nicht geschadet. Aber mit Geduld hattest du es ja noch nie so richtig. Du kommst mir vor wie ein Kleinkind. Immer ich, ich, ich.« Ja, so redet ein Narzisst. Und jemand, der keine Ahnung von Narzissmus hat und seine Werte nicht verteidigt, knickt hier ein und sagt, »Naja, irgendwie stimmt es ja, was er sagt.« Liebe Leute, lasst euch sagen, wenn so etwas ein- oder zweimal vorkommt, ist nichts dagegen einzuwenden. Wenn sich aber ein Muster abzeichnet, dann seid nicht ihr diejenigen, die falsch liegen, sondern es ist euer Gegenüber, welches euch mit solchen Methoden ja, nach Strich und Faden verarscht. Anders kann man es nicht bezeichnen. Und wie heißt diese Methode, mit der euch täuscht? Richtig, Gaslighting. Es ist nichts anderes als im Kindergarten, wo ein Kind zum anderen sagt, sag mal, warum hast du allen einen Bonbon gegeben, mir aber nicht? Und das andere Kind antwortet, wenn du dich netter mir gegenüber verhalten hättest, dann hättest du schon einen bekommen. Bist halt selber schuld. Naja, du bist dann wie der Hund mit der Angel auf dem Rücken. Du wirst die Wurst niemals bekommen. Ich hätte ja noch ist eine einzige Lüge. Und das wäre ja noch gekommen ist ebenfalls eine Lüge. Das ist die Wahrheit. Aber zurück zur zerstörerischen Liebe zu einem Narzissten. Wenn du lange genug mit einem Narzissten zusammen bist, ist irgendwann deine eigene Identität verschwunden. Du bist dann eine Marionette, die nach seiner Pfeife tanzt. Das schildern Betroffene so anschaulich, wenn sie davon berichten, dass der Feind in ihrem Kopf ist. Viel zu oft bist du in Gedanken bei dem toxischen Partner oder bei der Beziehung. Du fragst, du hinterfragst, du denkst, du zerdenkst, du grübelst und kannst fast keinen einzigen klaren Gedanken mehr fassen. Der Narzisst ist nun derjenige, der an der Macht ist. Er kann dich in den Himmel heben und er kann dich mit einem Fingerschnippen in die Hölle schicken. Und du weißt es, dass es so ist. Du läufst ab diesem Zeitpunkt auf Eierschalen und tust alles in deiner Macht Stehende, es deinem toxischen Partner recht zu machen. Das Problem dabei ist, du kannst es einem solchen Menschen niemals recht machen, weil das Spiel lautet, du wirst niemals gewinnen, weil ich mit gezinkten Karten spiele. Es ist wie bei Kaiser Nero. Es waren Unruhen ausgebrochen. Kaiser Nero beschwerte sich nun bei seinem Berater, dass er ihn nicht gewarnt hätte. Darauf der Berater, mein Kaiser, ich hatte dich eindringlich vor den Gefahren gewarnt. Daraufhin Nero, ja, aber du hattest mich nicht überzeugt.
Ergo, du wirst immer der Verlierer sein, wenn du mit einem solchen Menschen zusammen bist. Du kannst dir die größte Mühe geben, es ist alles umsonst und vergebens. Der Narzisst schickt dich, wie gesagt, mit einem Fingerschnippen in die Hölle, holt dich anschließend irgendwann, wenn es ihm wieder passt, heraus und katapultiert dich in den siebten Himmel. Gibt es größere Qualen auf Erden als diesen Zustand? Dieses Verhalten des Narzissten ist, was dein Herz in Einzelteile zerspringen lässt. Dieses Verhalten ist es, was Dunkelheit in deine Seele einkehren lässt. Aus diesem Zustand wieder rauszukommen, ist Schwerstarbeit. Es ist, wie es ist. Der Narzisst durchlebt mit dir das Drama seiner eigenen Kindheit. Ein Narzisst wurde als Kind emotional missbraucht. Die Frau, der er vertraut hat, die er bedingungslos geliebt hat, der er ausgeliefert war, hat ihn idealisiert, auf einen Sockel gestellt, um ihn anschließend ja mit dem, naja, berühmten Fingerschnippen dort wieder herunterzustoßen. Vielleicht hat sie ihn aber auch manchmal mit hasserfülltem Blick angeschaut, ihm die Liebe entzogen, ihn der Lächerlichkeit preisgegeben. Diese Kinderseele ist nun gebrochen. Aus einem lebensbejahenden, fröhlichen Kind ist ein Mensch geworden, der aus Selbstschutz Gefühle abgespalten hat, um nicht von seiner eigenen Verzweiflung übermannt zu werden. Aus diesem Kind ist nun ein Mensch geworden, der mit dir genau das macht, was er in seiner Kindheit vermittelt bekommen hat. Nur Macht und Kontrolle bringen ihn weiter. Macht und Kontrolle, den anderen klein halten und im Endeffekt sogar zu zerstören, sorgen dafür, dass er sich lebendig und gut fühlt. Im Prinzip injiziert er seinen Schmerz und seine Ängste in dich und vergiftet dich damit. All das macht er teilweise unbewusst. Würdest du ihn fragen, sag mal, weißt du eigentlich, was du da machst? Weißt du, dass du mich vergiftest? Dann würde er das selbstverständlich abstreiten über seine eigene Toxizität. Weiß der Narzisst nichts? Das erlebt man jeden Tag, wenn man mit einem solchen Menschen zusammen ist, weil er projiziert. Projektion ist ein Abwehrverhalten. Er, der Narzisst, projiziert all seine negativen Eigenschaften auf dich, weil es unerträglich ist, für ihn genau dahin zu schauen. Und dann bist du stets diejenige, die es nicht gut mit ihm meint. Du bist diejenige, die heimlich nach anderen Männern Ausschau hält und du bist dann auch diejenige, die ihn in seiner Entwicklung behindert. Dieses Unbewusste macht die Liebe zu einem Narzissten noch um einiges schrecklicher, als sie ohnehin schon ist, weil du glaubst es dem Narzissten, wenn er sagt, ich mein's doch nur gut mit dir. Weil die Krux ist, der Narzisst glaubt selbst an diese große Lüge, die er dir jeden Tag auftischt. So ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.